Ihr Lieben, warum das Model 3 Standard Range Plus der Gewinner in meinen Augen des Software Updates V10 ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! So, um euch das alles zu erzählen, gehen wir jetzt einfach mal zum Auto. Nein, das ist er nicht. Das ist unser neuester Zugang in der Vermietung. Das ist der, der Long Range Dual-Motor. Wie auch immer, der steht jetzt hier gerade im WLAN. Hoffentlich kriegt er auch die Version 10 bald, beziehungsweise gleich. Aber das hier ist der Kollege, um den es geht. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal rein. Am Ort des Geschehens angekommen, muss ich erstmal die Sitzheizung deaktivieren, bevor mir gleich der Hintern brennt. Natürlich die Musik muten und das Gebläse ausmachen, damit ihr mich auch versteht. So, jetzt möchte ich euch mal gerne zeigen, warum das Model 3 Standard Range Plus in meinen Augen der Gewinner von der Softwareversion 10 ist. Denn wie ihr alle wisst, wie jetzt schon hoch und runter gedudelt wurde auf YouTube und sonstigen Kanälen, wisst ihr ja, mit was alles die V10, also Softwareversion 10 kommt. Es gibt da so viele Neuerungen. Und wie ihr vielleicht auch wisst, ist ja das Model 3 Standard Range Plus sozusagen das Einsteiger Model 3 und kommt mit ein paar wenigen Einschränkungen, die da zum Beispiel wären eine Ladeleistung von nur 100 kW, in Anführungsstrichen das nur. Dann hat es von Haus aus kein Browser, also kein Internet, kein Spotify, und noch so viele Konsorten. Und jetzt haben wir vorher, als erstes Auto war quasi jetzt hier dieses Auto dran mit dem Update, Model S, Model X und das Long Range Model 3, das ihr gerade gesehen habt, die warten noch drauf, beziehungsweise wir warten drauf aufs Update. Wie auch immer, hier haben wir jetzt das erste Update, also das erste Mal die Softwareversion 10 in unserem Standard Range Plus, dass wir mit den besagten Einschränkungen gekauft haben. Jetzt ist es so, nach dem Update gibt es hier auf einmal Spotify. Also Spotify funktioniert wunderbar, nicht nur im WLAN. Dann gibt es natürlich auch, wenn wir hier auf Dings gehen, schaut mal an, Web. Wir können ins Internet. Und auch das wunderbar und auch nicht nur im WLAN. Wenn ihr euch jetzt gerade daran stört, dass es auch im WLAN sitzt. Nee, das geht auch ganz normal im LTE-Netzwerk. Ihr könnt ganz normal im Internet surfen. Ja? Jetzt machen wir einfach mal Tesla.com, um es euch zu beweisen, dass auch andere Seiten möglich sind. Und voilà. Tesla. Was soll ich euch sagen? Das ist wirklich ein Riesengewinn, muss ich sagen. Ich meine, gut, wir haben es bewusst gekauft, das Standard Range Plus, mit diesen Einschränkungen, also ohne Internetbrowser, ohne Spotify und so weiter und so fort. Umso schöner ist es natürlich, dass das Ganze jetzt nachgeliefert wurde mit der Softwareversion 10. Das heißt, wenn ihr ein Model 3 Standard Range Plus habt, freut euch drauf, ladet so schnell es geht, die V10 herunter, ihr werdet es nicht bereuen, ihr habt, wie gesagt, ein besseres Auto dadurch, ganz nach Tesla-Manier. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Habt ihr denn die V10 schon bekommen? Lasst mich wissen in den Kommentaren. Und was haltet ihr von der V10? Habt ihr schon irgendwelche Bugs entdeckt, beziehungsweise seid ihr zufrieden damit? Was haltet ihr davon? Und falls ihr ein Model 3 Standard Range Plus ebenfalls euer eigen nennt, bitte, bitte sagt mir nach dem Update auf V10, wie es euch gefällt und was ihr davon haltet, dass euer Auto jetzt auf einmal Sachen kann, die es nicht kann, beziehungsweise die eigentlich als bewusste Einschränkung für das Standard Range Plus gedacht waren, dass es jetzt auf einmal mit dem Software-Update nachgeliefert wurde. Was haltet ihr davon? Sagt's mir, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Es kostet euch keinen Cent. Drückt den Daumen nach oben, beziehungsweise lasst den Daumen oben nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, bitte auch konstruktive Kritik in die Kommentare. Es ist immer sinnvoll, sowas zu wissen und dann auch natürlich zu versuchen, das Ganze zu verbessern. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen dritten Advent, wollte ich schon sagen. Nein, einen 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit. Macht's gut, genießt den Tag und bis ganz bald.